Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Karrieremodus mit Hannover 96. Heute spielen wir zu Hause gegen Jahn Regensburg. Wir befinden uns aktuell auf dem dritten Platz mit 18 Punkten. Der Hamburger SV führt die Tabelle mit 24 Punkten an. Und wir wollen da oben dranbleiben, dass wir da den Anschluss nicht verlieren. Und wir müssen jetzt unbedingt 3 Punkte mitnehmen, egal wie. Wir müssen. Wir befinden uns jetzt schon im 11. Spieltag. Und das ist das Spiel vom DFB-Pokal. Im DFB-Pokal werden wir auf den ersten FC Köln treffen. Und das ist hier, man kann schon sagen, die Generalprobe vom Pokalspiel. Und wir müssen liefern. Ich habe erneut einiges geändert an der Formation, an der Taktik, am Personal. Und ich hoffe, dass ich jetzt mal so langsam aber sicher hier die Erfolgsformel für dieses Team finden kann, sich finden lässt, damit wir hier ungefährdet mal 3 Punkte mitnehmen können wieder. Das wäre sehr, sehr schön. Und aktuell geht's ja noch. Der Ballverlust von Bayer. So schnell kann es wieder gehen. Wieder nicht konzentriert genug gespielt. Aufpassen. Unten ist alles offen. Aufpassen. Gerade noch erstmal geklärt. Und Zieler. Zieler geht hin und hat den Ball. Sehr, sehr stark. Schön vom Bayer. Oben auf Köhn. Köhn verliert den Ball. Unglücklich. Unglücklich in der Mitte, alles offen. Und da steht es 1-0 für Regensburg. Wir machen dieselben Fehler immer und immer wieder. Was soll ich nur tun? 1-0 für den Gegner. So habe ich mir das ganz und gar nicht vorgestellt. Wir liegen erneut zurück. Es ist Wahnsinn. Es läuft nichts zusammen. Aber zum Glück sind erst 20 Minuten gespielt. Wir können das Spiel noch drehen. Außer es läuft wieder komplett in die falsche Richtung. Wir haben jetzt dieses Jahr schon zu viele Elfmeter kassiert. Das kann man nicht auf Dauer machen. Er startet nicht. Moukoko startet leider nicht. Jetzt müssen wir erstmal wieder hinten rum spielen. Bis sich jemand hier vorne anbietet. Bayer. Schade. Zeka. Stimmt. Schade spielt er gar nicht. Zeka spielt da. Aber kann sich da leider nicht richtig durchsetzen. Ist dann auch nicht hilfreich, wenn man sich nicht durchsetzen kann. Aufpassen. Moroya stark den Ball erobert. Ist vielleicht mal eine Chance. Fofana. Auf CK. Und da steht es 1-1. Was ein erneut wichtiges Tor von CK. Eieieiei. Es ist wieder ausgeglichen. Es ist wieder ausgeglichen. Wir müssen nachlegen. Wir wollen diese 3 Punkte dieses Mal zu Hause behalten. Die sind sehr wichtig für uns. Und auch für die Mentalität der Mannschaft. Es würde jedem einzelnen Spieler gut tun, wenn wir hier diese 3 Punkte heute mitnehmen können. Nicht, dass es dann heißt, ist er noch der richtige Trainer? Natürlich ist er der richtige Trainer. Immer. Aber aus dieser Angriffsmöglichkeit wird leider nichts. Wir müssen defensiv aufpassen. Börner sehr, sehr stark und wichtig. Ballverlust von Moroya, das könnte teuer werden. Das könnte teuer werden. Ballverlust im 16er. Sehr stark von Börner. Gut aufgepasst. Es müsste Halbzeit geben. Und es geht in die Halbzeit 1-1. Erneut wieder erstmal unentschieden. Aber wir müssen
Wir müssen eine Schippe drauflegen. Wir brauchen die 3 Punkte, aber im Regen ist es immer ein bisschen doof. Für Fofana bringen wir direkt Nielsen rein. Den Rest lassen wir erstmal so. Nielsen ist ein bisschen kompakter. Dann hoffen wir, dass er das Tor macht. So. Aufpassen. Aufpassen. Stark weggeköpft. Mukoko, Junge. Hol dir den Ball. Ah, kommt nicht dran. Aufpassen. Stark von Neumann. Und wichtig, dass er den Ball erstmal geklärt hat fürs Erste. Aufpassen. Kopfball. Und da steht 2:1. Wieder viel zu passiv. Nicht zum Gegner hingegangen. Und Yildirim macht das 2:1 für Regensburg. Ich falle vom Glauben ab. Ich glaube es langsam nicht mehr, was hier abgeht. So, jetzt. Es läuft nicht. Da ist aktuell einfach irgendwie der Wurm drin. Jetzt der Fehlpass. Mukoko. Und da ist der erneute Ballverlust. Das ist Wahnsinn, wie leicht man hier den Ball verliert. Das ist wirklich Wahnsinn. Und wieder schön aufgepasst von Neumann. Plus inklusive der Fehlpass. Das ist auch Wahnsinn. In der Mitte alles offen. Börner klärt. Börner klärt erstmal zur Ecke. Was ist das für ein Spiel hier? Bayer klärt auch erstmal und vorne befindet sich niemand. Das ist natürlich auch gut. Kunze. Ich dachte schon, er spielt gar nicht. Ganz oben, nicht dahin. Nach ganz oben wollte ich spielen. Und was ist das für ein Fehlpass? Und was für ein Pass? Was ist das für ein... Alter. Köhn. Niesen. Fehlpass. Erneut ein Fehlpass. Da wäre viel, viel mehr möglich gewesen. Aber immer diese Fehlpässe. Es ist schlimm. Es ist richtig schlimm. Niesen. Zeka. Moroja, erst ein bisschen Tempo rausnehmen, Kontrolle wieder ins Spiel reinkriegen. Aber erneut starke Grätsche, der Konter läuft erneut. Und keiner geht hin. Ich krieg den Ball nicht. Jetzt habe ich ihn, jetzt ist er wieder weg. Eieiei, aufpassen. Moroja hat ihn. Er hat ihn erstmal. Und ab nach vorne. Nielsen, Bayer. Bayer wird richtig umgehauen. Gibt es eine Karte? Es gibt keine Karte wahrscheinlich, ne? Aber ist doch egal. 84. Minute. Wir müssen jetzt irgendwie hier ein Tor machen. Kunze. Einfach mal draufhalten da. Ah, knapp. Einfach knapp. Einfach mal volles Risiko gehen. Ich merke auch gerade, dass ich überhaupt nicht gewechselt habe, mehr außer Nielsen. Nielsen, erst eine schöne Drehung, dann doch den Ball verloren und es sieht nach der nächsten Niederlage aus. Es ist verrückt. Jetzt Bayer. Legt ab auf Nielsen und da ist das 2:2. Er trifft erneut als Joker. Sehr, sehr wichtiges Tor. Wichtig. Wichtig, 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 dass wir hier wenigstens doch einen Punkt mitnehmen. Nielsen, du bist eine geile Sau. Also ganz wichtig. Ganz wichtig, Alter. Und damit trennen wir uns 1:1 gegen Regensburg. Was ein Spiel. Aber es läuft aktuell irgendwie läuft gar nichts mehr. Am Anfang sah das Ganze noch ganz gut aus, aber jetzt mittlerweile nicht mehr.
Ja, und dann schauen wir in den Kalender. Ich meine, wir müssten jetzt am Mittwoch gegen, genau, auswärts gegen den ersten FC Köln in der nächsten DFB-Pokalrunde spielen. Das wird ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Da wollen wir unbedingt, egal wie, eine Runde weiterkommen. Und das sind hier die anderen DFB-Pokalspiele. Augsburg trifft auf Stuttgart, Union Berlin gegen TSG Hoffenheim, Bremen gegen Bielefeld, Bayern München gegen 1860, das wird ein interessantes Spiel, Rostock auf Hertha BSC, Gladbach gegen Leverkusen, Freiburg gegen Leipzig, Ingolstadt gegen Bochum, Mainz gegen Kiel, Kaiserslautern gegen Sandhausen, Oldenburg gegen Dynamo Dresden, Wiesbaden gegen Magdeburg, Nürnberg gegen Dortmund, Wolfsburg gegen Paderborn und Schalke gegen Frankfurt. Alles sehr interessante Partien, vor allem Bayern gegen 1860. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da und dann sehen wir uns bei der nächsten Partie wieder. Also bis dann, ciao, ciao.